So, hey Leute, willkommen zurück zu Dark Days. Es geht weiter. So, danke erstmal fürs Einschalten und danke für alle, die letztes Mal schon geliked und kommentiert haben. Das ist cool von euch. Ich weiß, es ist ein VR-Spiel und die Grafik ist vielleicht nicht die beste, aber das kommt nicht auf die Grafik an, finde ich. Oh, wow. Das wirst du mir nie glauben, Terra. Ich habe ein Rätsel gelöst. Ausnahmsweise mal. Oh nein. Ist doch gerade hier, oder? Ja, ich finde das Spiel, wie gesagt, saugruselig, Leute. 2707. 2707. Hübsche Knöpfe. Die habe ich auch mal gesammelt, vor langer Zeit. Bevor ich dazu überging, Mahnungen zu sammeln. Scheiße, Kommt auf mich zu! Nein, nein! Nein. Okay, dann nicht hingucken. Nicht hingucken. Nimmt alles auf. Ich hoffe doch. Und ich hoffe auch, ich bin nicht zu laut. Letztes Mal war ich zu laut, Leute. Nur nicht bewegen. Endlich weg. Ich glaube, es ist weg, ja. Ja, wie gesagt. Ich versuche das immer so ein bisschen zu optimieren, aber ist leider nicht immer ganz machbar. Wo bin ich jetzt? Crystal Huygens. Kein Zweifel, das ist sie definitiv. All ihre Sachen sind noch hier. Sie ist ganz klar nicht einfach gegangen. Das ist so seltsam, so zu verschwinden. Weg, ja. So, warte mal, der Hotel-Safe war es ja. Ach, also die Schränke hier sind definitiv interessant. So, jetzt bin ich auch gespannt. In einer Welt voller Schlüsse seien jene gesegnet, die dir Freiheit geben. Das ist ja schön. Nein! Oh Leute, das ist scheiße. Das war direkt neben mir, das Vieh. Okay, wow. Oh, mich hat's direkt wieder, ne? Ich hab direkt wieder Gänsehaut. Wie gesagt, ich hoffe, ich übersteuere dich zu sehr und ich hoffe, es geht an sich vom Sound. Oh. Nein, hat mich schon wieder. Das gibt's doch nicht. Du Arschgeige. Oh mein Gott, Leute. Oh. Ja, aber trotzdem, ich hoffe, es macht auch so ein bisschen Spaß, dass ich das so ein bisschen transportieren kann. Geh ich mal ganz vorsichtig um. Nicht schon wieder! Nein! Eine Sicherung. Dann sollte es klappen, das ist alles. Okay, Jade, du kannst es schaffen. Denk an den Elektronikunterricht von früher. Denk an Dad. Er hat es dir beigebracht. Oh, zu viele Knöpfe. Verdammt, wer zum Teufel hat dieses Ding entworfen? Was? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich übersehen? Komm schon, geh endlich da rein. Ja, ich würde sagen, erstmal die Sicherung austauschen, oder? Oh ja, ja, danke. Das ist gar nicht mehr da, warte mal. Jetzt will ich auch mal gucken, weil es gibt ja noch Filmrollen, Leute. Oh! Abgeschlossen. Hier ist niemand. Meine Haare kleben schon wieder an der Stirn, das ist so widerlich. Oh nein. Der also nicht. Funktioniert? Ja! Gut, jetzt mach schon zu. Sofort, schneller! Oh Gott, Leute, ich glaube nicht, dass das Ding hier irgendwie... Okay. Oh. Episode 3. Unten verborgen. Oh Gott, Kinder. Es ist furchtbar. Was? Oh, hallo. 8 Monate zuvor. Auf der Straße nach Los Angeles. Okay, ich habe eine Weile gebraucht, bin aber endlich fertig geworden. Hey, sieh mal.
dir einen Hirsch machen, bin aber nicht sehr gut darin. Daher ist es letztendlich ein Traumfänger geworden. Er fängt sogar deine perversesten Träume ein. Ist das okay für dich? Hast du jemals einen Traumfänger rot werden sehen? Ich hoffe, du liebst ihn, denn ich habe mein ganzes Herzblut hineingesteckt. Und ein bisschen echtes Blut, denn ich habe mich beim Basteln geschnitten. Soll ich ihn hier hinstellen? So denkst du immer an mich, wenn du ihn siehst. Aber immer schön auf die Straße gucken. Wäre ja zu schade, wenn du in einem Kaktus landest. Oh ja, gut, dass du es sagst mit der Straße. Kinder. Oh, das ist verrückt. Dreh ich durch? Vielleicht bin ich dieses Mal wirklich übergeschnappt. Ich brauche Hilfe, aber alle sind so weit weg. Ich bin völlig alleine. Nein. Soll nicht raus? Irgendwas versteckt irgendwo. Ja, Klopapier. Wie viel Klopapier liegt hier bitte? Schmutzige Bettlaken. Wie in der Petrischale. Die Waschküche. Es ist verdammt kalt. Oder kommt es mir nur so vor? Ich gewöhne mich besser daran. Ich werde nicht wieder nach oben gehen. Das ist vernünftig. Mein technisches Geschick beeindruckt mich immer wieder. Jetzt sollte es klappen. Alles, was man zum Waschen braucht. Wirklich faszinierend. Ich schaue mir den Arcadamaten gleich an. Erst mal gucken, was es hier noch alles gibt. Waschraumregeln, bla bla bla. Interessiert mich nicht wirklich. 3 Münzen einwerfen. Um die Maschine zu öffnen. Da steht, außer Betrieb. Tja, nichts ist für die Ewigkeit, mein Freund. Wow. Wow, was ist das für ein Poster? Die sehen immer so abgefahren aus. Ich komme nicht an die Tür dran. Irgendwas sagt mir, dass dies nicht die rituellen Symbole zum Wäschewaschen sind. Ob nee. Christel hier war? Warum ist doch eine Filmrolle, oder? Wo gucke ich mich gerade? Wie gesagt, ich versuche mich ganz langsam zu drehen, Leute. Beziehungsweise nicht ganz langsam, aber ich versuche mich halt nicht wie ein Wahnsinniger zu drehen. Könnt ihr einfach mal alle still sein? Nicht, dass das Vieh gleich wieder kommt, ne? Schön. Oh, das ist eine Münze. Die versuchen wirklich, hier alles so sauber wie möglich zu halten. Das ist schon fast beruhigend. Na? Also, wenn ich mich umdrehe, das blinzelt dann immer so ein bisschen. Also, es blinkt, es wird ganz kurz schwarz, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Das sehe ich nämlich genauso. Das soll so ein bisschen diesem Motion Sickness gegenwirken, oder dieser Motion Sickness. Ja, win one coin. Ist das Ding Darkoid? Okay, ich meine, was soll's, oder? Also, gewinne ich, bekomme ich eine Münze als Belohnung. Münzen bedeuten die Flucht von hier. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Tut mir leid, mein kleines rotes Sowjetflugzeug, aber mein Leben hängt davon ab, dass ich dich abknalle. Ich schaue viel zu tief, Leute. Soll das ein Scherz sein? Oh, was für ein miserabler Tag vom Anfang bis zum Ende. Ich bin echt schlecht. Nein.
Ja. Nein. Ah, ich bin nicht weggekommen. Doch nicht so viel Mühe mit dem das Ding ist, geben und dann gegen eine Maschine zu verlieren. Das Ding ist, ich muss ganz schön runterschauen. Oh Gott, ich sehe gerade die Zeit nicht. Ja, das ist, ich muss ganz schön runterschauen, wenn ich was sehe und dann ist es echt ein bisschen ablenkend. Ich habe eine Münze geworden. In Kriegsangelegenheiten bin ich ziemlich gut. Für eine Pazifistin. Ja, cool. Ich kann nicht mehr. Oh, okay. Na gut, immerhin ein Spiel, eine Münze. Was soll's. Wir sind doch bestimmt... Irgendwo muss hier noch eine sein. Ich brauche hier insgesamt drei, nicht wahr? Wie komme ich hier noch an eine Münze ran, sag mal? Der Stecker, den brauche ich auch nicht mehr reinstecken. Nur nicht dorthin starren, Jane. Ah, ich wow. Kann das... Schaut mich an, ich zähme mitten in der Wüste eine wilde Waschmaschine. Ja. Sehr gut. 8 von 20. Man merkt hier unten kommt irgendwie das Vieh nicht. Bisher zumindest. Okay, die 4 also, ja. Nimm das, du gieriges, münzenfressendes Monster. Ich hoffe, jetzt ist es gut. Ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Zum Beispiel muss ich von hier verschwinden. Und zwar in einem Stück. Es hat Klick gemacht. Ein gutes Zeichen. Oh, warte. Ich komme nicht an die Tür dran. Klemmt. Ich weiß auch wo. Der Bremsklotz hier. Immer sind es die kleinen Dinge, die einem im Weg stehen. Da sagst du was. Das sieht nicht normal aus. Überhaupt nicht. Oha. Eine Öffnung? Im Boden einer Waschmaschine? Oh, nun gut. Ist immerhin der einzige Weg nach draußen. Das ist ziemlich crank. Und die ist auch noch so... Sieh sich einer das an. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht sehen sollte. Welche schmutzigen Sachen versuchen die hier zu verbergen? Ja, hier ist definitiv was nicht in Ordnung. Eine Filmrolle. Ja, nur weil das Vieh wiederkommt, Leute. Das war die ganze Zeit lang ein bisschen... abstinent. Ordner. Also auch viel Papier. Lass mich in Ruhe! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nicht hinsehen. Ah! Oh! Oh, Kinder, ich habe nicht mal gesehen, woher es kam. Du dumme Sau. Ich muss mir erstmal einen Fluchtweg suchen jetzt. Sieh sich einer das an. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht sehen sollte. Welche schmutzigen Sachen versuchen die hier zu verbergen? Das ist gut, da kann ich mich auf jeden Fall verstecken. Oh Gott. Keine schlechte Idee. Okay. Oh. Der Himmel sieht nicht gut aus. Ich schätze, die Wettervorhersage hatte recht. Ein Sturm zieht auf. Ja, warum nicht? So, ich muss immer wieder auf die Zeit gucken, Leute. Tut mir leid. Zu weit weg. Notiz für später. Du musst noch wachsen, wenn du überleben willst. Musst du den Arm ausstrecken, Mensch? Was ist denn das?
Nein, nein, nein. Ja. Bitte. Nicht hingucken. Ah, es ist weg. Es ist vorbei. Für den Augenblick bist du in Sicherheit. Ich kann ja indirekt hingucken. Dachte keiner, dass ich das nicht darf. In Ordnung, wir haben Strom. Sieht man aber nicht sehr viel von. Da sind vermutlich jede Menge interessanter Sachen drin. Bekämpfung des Kommunismus. Wow. Jetzt sag bloß nicht, dass es da um den Kalten Krieg geht. Ich dachte, dieser Mist wäre vorbei. Ja. Diese Bilder haben schon bessere Tage gesehen. Deswegen heißt es ja auch der Kalte Krieg. Das hat nicht das jeder unbedingt mitbekommen. Sieht aus, als würde eine Kurbel hineinpassen. Moderne Technologie. Eine ja. typische Rumpelkammer. Ja, ist schon klar. Was ist aber denn hier? Was ist das? Er muss um die 25 oder 30 sein. Es geht also nicht nur um Frauen. Was ist hier los? Oh, warte mal. Wenn man sich Fremde an die Wand hängt, sind sie keine Fremden mehr. Das bedeutet, dass hier etwas ganz Übles abgeht. Meine Güte. Wer sind all diese Leute? Was ist mit ihnen geschehen? Nimm doch mal die Sicherung, bitte. Die könnte noch nützlich werden. Ja, ja. Das Vieh gleich wieder kommt, vor allem. So ein bisschen Bammel. Okay, der Weg ist frei. Ja, nichts vergessen, keine Filmrolle oder sowas. Oh, da ist die Kurbel. Warte, das mache ich jetzt noch. Ah. So. Für ein wenig Muskelschmalz. Ah, die Leiter. Musste ich machen mit der Leiter. Oh, bitte nicht. Nee. Was denn, wo denn? Ist doch gar nicht da. Sag mal. Oh, sie schiebt gerade so ein bisschen Panik, ne? Die Gute. Als ob irgendwas wäre. Bin mal entspannt jetzt. Hier ist gar nichts. Oh nein. Eigentlich müsste ich an diese Leiter kommen. Eigentlich. Ich brauche noch eine Sicherung. Die Klappe ist frei. Was? Ja, mach doch. Es gibt nur einen Weg nach draußen, Mädchen. Du musst nur drankommen. Oh nein, oder? Jetzt schon wieder. Was? Das ist doch nichts. Das bin ich. Die haben eine Akte über mich. Ich wusste es. Es wird immer behauptet, dass sich meine Geschichten immer nur um Paranoia drehen. Aber jetzt seht euch das an. Das ist echt. In dieser Welt ist nicht alles in Ordnung. Was soll ich bloß tun? Ist nicht sterben erstmal, hä?
Mann, wie krieg ich diese scheiß Klappe hoch? Ha! Nein! Wie krieg ich diese Klappe auf, Mann? Ah! Verschwinde dorthin zurück, woher du gekommen bist, verdammt! Nein, nein, nein! Nicht! Nicht hingucken! Oh, bitte geh! Okay. Ja. Piss dich. Sag mir, dass es wirklich weg ist. Ich glaube es nicht. Die haben mir sogar Terras Bild geklaut. Ihr Arschlöcher wagt es bloß nicht, sie da hineinzuziehen. Hier ist noch weiter? Nee, ich glaube, ich muss die sowieso zweimal drehen. Mann, ich bin so ein Doofkopf. Siehst du, du hast es geschafft. Und jetzt weg von hier, und zwar schnell. Du musst die Leute warnen, die Cops oder die Armee. Irgendjemand mit einer Waffe, der noch klar im Kopf ist. Und vielleicht auch etwas darüber schreiben, wenn du es überlebst. Wäre eine ganz gute Idee, ne? Mein Schlafzimmer? Oh, das riecht, als hätte hier noch nie jemand ein Fenster geöffnet. Köstlich. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen mal Schluss hier. Das reicht für Dark Days. Ich danke euch fürs Zusehen. Wäre cool, wenn ihr mir ein Like da lasst. Und wieder einschaltet nächstes Mal zum Spiel des Jahrhunderts. Dankeschön. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.